Wirtschaftsjuristin und Diplom-Wirtschaftsjuristin. Schwierige Begriffe, aber es hat hingehauen. Ich begrüße Sie zu Ihrer Diplom-Abschlussfeier. Feindlich, liebe Frau Schlotthauer, liebe Absolventinnen und Absolventen, meine Damen und Herren. Als Präsident der Fachhochschule Frankfurt am Main, University of Applied Sciences, begrüße ich Sie ganz herzlich. Mein Thema heute: Die Lage ist hoffnungslos, aber nicht ernst. Liebe Absolventinnen und Absolventen, liebe Angehörige, sehr geehrte Dozentinnen und Dozenten, bevor ihr, liebe Kommilitoninnen und Kommilitonen, euer Diplomzeugnis in die Hände nehmt, möchten wir, die Vertreter der Fachschaft Wirtschaft und Recht, Kurt Fischer und Christopher Ford, noch ein paar finale Worte an euch richten. Nun sitzt ihr hier nach all den Jahren und habt euch gewidmet der KLR, BWL, VWL, der Statistik, der Informatik, dem Steuerwesen und noch so manchem mehr. Auf jeden Fall. Da sitzt ihr nun und seid so klug als wie zuvor, oder nicht? Auf jeden Fall seid ihr gleich diplomierte Absolventen der FH und nehmt eure Zukunft selbst in die Hand. Doch es hat sich wohl anscheinend gelohnt, diese Mühe in Kauf zu nehmen. Aber so ganz wurdet ihr während dem Studium nicht damit verschont. Mager waren teilweise die Ergebnisse von Klausuren, besonders in den Fächern, die mit Grenzwertbetrachtungen zu tun haben. Müßig war es öfters, zur Vorlesung zu gehen, wenn das Wetter wieder mal so schön war in der Stadt, im Dorf. So wurden ein paar Stunden zu Recht lieber im Freien, mit unbegrenzt viel Luft, als im Vorlesungsraum mit nur ein paar Kubikmeter Sauerstoff verbracht. Abends in der Kneipe schlemmerte man dann zusammen auf mehreren Bänken mit Messer und Gabeln das servierte Essen und genoss ein Gepäck dazu. Doch die Finanzen wollte man sich auch beschauen. Heute sieht man in Depots bewegend rote Zahlen. Doch als die Finanzmärkte noch in Feierlaune waren, hat sich bestimmt der eine oder andere gefragt, da ist nie zu wagen, EMTV zu finanzieren. Das wird sich bestimmt bald rächen. Doch Monate später wurde derjenige belohnt, der nicht wie ein Jäger bei Aktien hinterher war. Erfolgreiche Investoren beantworten die Frage Renzecar oder Beilcar mit einem Kaufen. Mich als Kinogänger interessieren besonders internationale Filme. Für euch waren Reisen in andere Länder während des Studiums bestimmt interessant. Und wer Heimweh meinte zu bekommen, wurde bestimmt eines Besseren belehrt. Doch gab es auch Höhen und Tiefen während des Studiums? Schlotthausen bei euch die Knie während der Prüfungen? Oder tappete ihr dabei im Dunkeln? So hielt sich doch alles in der Waagschale. Müsst ihr auch mal eurem Arbeitgeber einen Konflikt kostengünstig lösen? Erinnert euch, Friede, Mann oder Frau, lasst euch nicht den Kopf schildern. Als Angestellte müsst ihr mal bei Göpferich tätig werden. Vergesst aber eins nicht, wir sind alle keine Engel. Also, hebelt diese Sätze aus, denn sonst könntet ihr hinter verriegelte Türen kommen. Primär wurde an der FH theoretisches Wissen vermittelt, doch bald schon werdet ihr es praktisch umsetzen können. Eve Kramert tat es ab und zu mal in eurem abgespeicherten Wissen. Verdient ihr einmal eine Menge Euro, Dollar oder Rubel, dann verliert man nicht den Überblick, wenn ihr über Frankfurt reist und den Main dort unten als Weißbach seht. Denkt dann einfach an die schönen und einprägsame Momente,
während den Jahren eures Studierens. In diesem Sinne, alles Gute.